Shalom Bukertov, willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch meine deutschen Lieblingswörter in der hebräischen Sprache vorstellen. Bevor wir anfangen, wollte ich euch noch kurz erzählen, was mich überhaupt inspiriert hat, dieses Video zu machen. Und zwar gibt es jetzt den Verbenkurs, also 90 Tage Bootcamp hebräische Verben. Den gibt es jetzt auch ab sofort auf Deutsch. Und in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, gab es da nicht irgendwas? Gibt es nicht eine ganze Menge deutscher Wörter im Hebräischen? Und hier ist das Video dazu. Also fangen wir an. So, wir haben hier zwei Gruppen. Also einmal, wo es exakt das deutsche Wort ist, das gleiche Wort im Deutschen wie im Hebräischen. Und dann gibt es die andere Gruppe, das sind die absolut exakten 1:1 Übersetzungen, wenn auch nicht mehr mit dem Gebrauch des deutschen Wortes. Fangen wir an mit Zimmer. Zimmer ist kein Zimmer. Zimmer ist ein B&B, eine Pension, also ein Bread and Breakfast. Aber sie sagen Zimmer. Und übrigens, Plural, Zimmerim. Dübel ist der Diebel. Dübel. Rezept, das Rezept vom Arzt. Exakt das gleiche Wort. Rezept. Plattfuß. Plattfuß. Eins meiner Lieblingsworte. Winker. Der Blinker am Auto ist ein Winker. Dann gibt es natürlich auch den Wischer. Und Gummi. Das Gummi, dieses Kautschuk-schwarze Gummi. Gummi. Auch Gummistiefel sind Magafei-Gummi. Schluck. Ein Schluck. Gib mir mal einen Schluck. Tenli-Schluck. Das gleiche gilt für Biss. Lass mich mal abbeißen. Tenli-Biss. Und Top 10. Isolierband. Also das ist wirklich nicht zu toppen. Isolierband. Großartig. So, und jetzt machen wir weiter mit der nächsten Gruppe. Das sind jetzt keine deutschen Wörter mehr, aber das sind Wörter, die kommen aus dem Deutschen und die wurden wirklich 1:1 übersetzt. Ich glaube, es gibt in keiner anderen Sprache eine Übersetzung für wenn schon, denn schon. Also im Deutschen muss man wissen, was es heißt. Ein Ausländer versteht das jetzt so nicht, während andere Sprachen das mehr erklären. Imkvar, azkvar. Exakte Übersetzung, die für Nichtdeutsche überhaupt keinen Sinn macht. Der Rechtsstaat, Medinat Chok, Medinat Chok, 1:1 Übersetzung. Hier liegt der Hund begraben. Po kavur hakelev. Po kavur hakelev. Großartig. Versteht auch sonst niemand, der nicht Deutsch spricht. Und dann gibt es ja noch die Windpocken. Das ist überhaupt der Oberhammer. Die Windpocken haben überhaupt nichts mit Wind zu tun. Ich weiß auch nicht, wo das im Deutschen herkommt, aber Avabuyot Ruach. Avabuyot Ruach, die Windpocken. Fantastisch. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und Neshikot, bis zum nächsten Mal.